Eltern können verschiedene finanzielle Leistungen erhalten. Diese zu kennen und abzurufen ist wichtig für die finanzielle Stabilität ihrer Familie. Es gibt zahlreiche finanzielle Unterstützungen für Familien mit Kind. Nutzen Sie diese Möglichkeiten zu Ihrer finanziellen Entlastung. Finanzielle Unterstützungen von Ihrem Arbeitgeber sind zumeist freiwillig. Unterstützungsleistungen von Staat und Land stehen Ihnen gesetzlich zu. Beides eint, dass Sie sich selber um den Erhalt der finanziellen Unterstützung aktiv kümmern müssen. Von Arbeitgeberseite kann eine freiwillige finanzielle Unterstützung für Ihre Arbeitnehmer erfolgen. Finanzielle Stabilität hilft dem Arbeitnehmer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren ohne gleichzeitige Sorgen um die Familie. Einige Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung durch den Arbeitgeber sind: anteilige Übernahme der Kinderbetreuungskosten für nicht schulpflichtige Kinder, Zahlung einer Erholungsbeihilfe, Zuschuss zu den Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Von staatlicher Seite gibt es einige Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Diese sind an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt. Je nach Lebenssituation gibt es verschiedene staatliche Leistungen. So zum Beispiel Kindergeld, Kinderfreibetrag, Basiselterngeld, Elterngeld plus, Kinderzuschlag, Landeserziehungsgeld, Mutterschaftsgeld, Unterhaltsvorschuss, Pflegeunterstützungsgeld, steuerliche Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten, steuerliche Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende. Kindergeld gibt es für jedes Kind bis zum Lebensalter von 18 Jahren und unter gesetzlich definierten Umständen bis zum 25. Lebensjahr oder im Falle von bestimmten Behinderungen, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten sind, auch über das 25. Lebensjahr weiter hinaus. Die Beantragung erfolgt über die entsprechenden Familienkassen oder bei Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst über die Bezügestelle des Dienstherrn oder über spezielle Landesfamilienkassen. Die Höhe der Beträge richtet sich nach der Anzahl der bezugsberechtigten Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht noch die Möglichkeit, einen weiteren Kinderzuschlag für jedes zu berücksichtigende Kind jeweils von bis zu 170 Euro zu erhalten.